So, jetzt sind wir wanted. Shara, we need to get these out of here and lose the Imperials. Sorry about all this. Ja. Aber wie? Wie werden wir die los? Ja, ich merke. Muss ich die jetzt mal loswerden? So. Bam. Habe ich. So. Dann müssen wir uns unseren Wanted Level clearen. Hier muss man den Wanted Level, kann man einfach so clearen, wenn man hier ist. Das ist so lustig. Zack, und schon ist man den Wanted Status los. Zack. Ja, ein wunderbares Hallo an alle Xbox-User, die mir zuschauen. Ich spiele weiter Star Wars Outlaws. Ich bin hier auf Tatooine. Nostalgie pur mit den Java hier. Richtig süß. Also ich meine, wie sie die animiert haben, die NPCs und so weiter, ist schon lustig. Aber man kann halt nicht mit denen interagieren, ne? Also man kann die nicht mal umrennen oder so gegenrennen oder so. Ja, das ist ein bisschen schade, aber animiert ist es schon gut. Ach, hier kann ich den Speeder nicht nehmen. Ich wollte den gerade drücken. Muss weiter raus. So, oi, da ist mein Speeder. So, und dann wollte ich mir auf der Karte noch festlegen. Ich wollte nämlich hier hin. So, da gibt es zwei Aufträge. Einmal den. Da muss ich... Okay, ich muss das slicen. Und ich muss, was ist das? Pickpocket the Imperial Officer. Den mache ich eher so. Es gibt zwei Aufträge an der gleichen Stelle. Hier ist so eine Basis von dem Imperium, also von der Stormtrooper und so. Die sind nicht sehr stark. Also das einzige Problem ist, wenn die halt Verstärkung rufen oder so. Deswegen kenne die Basis schon. Ich schleiche mich da von hinten an. So. Prinzipiell sind die mir nicht böswillig entgegen. Gestellt, die Stormtrooper und so weiter, also Imperial Territory hier ist nicht schlimm. Aber das einzige Problem ist, wenn es Restricted Area ist, und da seht ihr gleich, das kommt jetzt gleich da stehen, da ist ja, Restricted Area. Hier ist nicht erlaubt, hier zu sein. So, hier habe ich schon mal gelootet und so. Ich muss nochmal gucken. Ich glaube, der Officer ist da drinne. Ja, also dieser, ich nenne es mal Spider-Sense, der kommt von nix. So, meine kleine Meerkatze oder wie auch immer. So, jetzt gehen wir mal hier außen rum, damit niemand was sagt. Mal außerhalb der Restricted Area, das heißt, selbst wenn jemand uns hier sieht, sagen die nix. Nur wenn wir zu nah rangehen, weil da haben die dann irgendwie Schätze versteckt und sowas. Ja, er ist hier zum Beispiel. Oh. Dann sagen sie, wollen wir nicht. Was machen sie da? Also, soweit ich weiß... Ah, da ist der Officer. Oh, ja, ja, Restricted Area, ja, 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 lass mich in Ruhe. So, ich bin ja schon weg. Da ist der gelbe Typ. So, ich kann jetzt von dem stehlen, aber ich muss das unauffällig machen. Wenn die vorbei sind. So. Weil manchmal... Merken die das? So. Verstecken. So, keiner hat's gemerkt. Ich hab's. Perfekt. So, dann müssen wir leave the area. Machen wir gleich. Und zwar müssen wir da noch rein. Soweit ich weiß. Machen wir am besten jetzt schnell, bevor die da kommen. Hier sieht mich keiner. See something?
Keiner hier drin. Sehr gut. Tür zu. So, dann sehen die mich auch nicht. Ich muss hier nur das Terminal hacken. Für die andere, für den anderen Auftrag. So, und das ist mit so einem Minigame. Also eigentlich ein, ach, wie nennt man das denn? Ist nicht viel gewinnt. Gibt es so ein Spiel, wo man einfach raten muss, ja, welches Symbol an welcher Stelle ist. Und wenn ich ein blaues Symbol bekomme rechts, dann heißt das, dass es genau das richtige Symbol an der richtigen Stelle ist. Und ich ein gelbes bekomme, so wie jetzt, dann ist es zwar dabei, aber es ist an der falschen Stelle. So. Das heißt, dann machen wir das. So, dann machen wir den dahin. Und dann noch ein Symbol. Fast richtig. Die beiden noch tauschen und dann bin ich gut. So. Und so. Und durch. Transfer Data. I've got another deal here, Kay. Ach ja. Das ist immer die Vorschlag. Ja, du kannst, willst es an jemand anders verkaufen. Ich will gerade, weil Hardkartell ist ein bisschen schwieriger, da gute Reputation zu bekommen. Deswegen ist es schon okay, dass ich denen das gebe. Crimson Dawn, da gibt es deutlich mehr Aufträge, finde ich. Oh, so. Der geht da gerade vorbei, den muss ich da vorbeigehen lassen. Oh, da kommen die nochmal. Da hinten sieht man die weiß. Wenn ich jetzt rausgehe, dann erwischen die mich. Beziehungsweise müsste die auch umgedreht haben. Bis die weg sind. Und dann kann ich einfach locker. So. Jetzt gehen wir hier. So. Und dann sieht mich keiner. Wunderbar. Und dann rufen wir uns gleich den Speeder. Und dann fahren wir raus hier. Und dann haben wir die beiden Aufträge erledigt. Was für ein Speeder? Ah, der kommt nicht. Ich habe ihn gerufen, aber der kommt nicht. Mein Controller vibriert nur, aber... Ah, da ist er. Da hinten ist er. Ja, ja, ich weiß ja. Oh Mann, ist der weit weg. So. Jetzt kommt es wieder für das andere. Also jetzt wollten wir es ja bei Crimson Dawn. Das heißt, dann lassen wir es auch dabei, weil ich will beide nochmal auf Exzellent und eigentlich noch bis ganz voll maximiert, damit ich die Spezialoutfits bekomme von deren Partei. Okay. So, und jetzt können wir uns an die andere Aufgabe machen hier auf Tatooine, und zwar hier. Find Ace Hideout. Suchen wir das mal. Da kann man immer so ein bisschen Speed boosten. Also den upzugraden ist irgendwie schwierig, da braucht man die richtigen Materialien, die findet man nicht überall, also... New Treasure Location, okay. Smaller One, da, okay. Aber wir können gucken. Aber ich war doch schon mal hier. Ich glaube, hier war ich schon mal drin. Oder? Kommt man nicht rein hier? Nee, aber dahinter sind blaue Kisten. Wie kommt man denn dahin? Also blaue Kisten, blau, weil die aufleuchten, wenn ich mit nix diesen Spidey-Sense da mache. Aber ist die Frage, von wem stehle ich das denn? Ist das Hardkartell oder so? Nee. Wie kommt man da rein? Sehe ich jetzt keinen Weg rein. Da die Tür? Nö. Vielleicht kommt man wirklich übers andere Gebäude rein. Dann müssen wir hier mal schauen. Ja, das hier sind diese typischen geilen Dinger, die man aus dem ersten Film kennt. Ne, mit denen dann auch Luke Skywalker rumfährt in der Wüste. Das ist ziemlich cool. So, dann müssen wir nochmal hacken. Wieder ein anderes Tool, Data Spike. Da muss man den Rhythmus einhalten. Nicht so früh. So. Well, she's gone. Maybe I can look around, find out where she went. Und dahinter ist noch was. Huh. Stove is still hot. Ja. Ah, läuft noch was. Das ist auch der Computer. Muss man auch nochmal slicen.
Auch noch mal hacken. Ja. Da. Okay. Ach je, okay. Jetzt muss ich nur genau schauen, welches an welcher Stelle noch nicht war. Das war noch nicht da. Das war noch nicht da. Da war es schon. Aber da war es noch nicht. Okay, einer richtig. Die beiden noch falsch. Der muss an dritter Stelle sein. Okay, das heißt, hier muss ein anderes Symbol sein. Dann kann der, kann da sein. Und der muss an dritter Stelle. Wunderbar. Perfekt. So. Alright then. Okay. Hey, Izog. It looks like Ace took off to make a deal with some pirates. What? That's terrible news. At least I got the coordinates for their meetup. Some camp nearby. What are you waiting for then? Go check it out. Oh Mann. Krieg's nicht hin. Boah, endlich. So. Aber wie komme ich jetzt da in das Gebäude? Das ist die Frage. Da ist irgendwie nichts, um da hochzukommen oder reinzukommen. Das ist ein bisschen seltsam. Da sind noch Kisten drin, aber irgendwie kann ich da nicht rein. Also mich wundert's, dass hier dieses Terminal, ich da keinen Access dazu habe. Weil, ja. Sehe ich jetzt nichts. Kann natürlich sein, dass man da nicht rankommt. So, erst mal gucken, wo ist sie also? Die ist da, soll sie sein. Okay. What have you got, Nix? Ja, dann gehen wir mal dahin. Ready, Nix? Hier durch die kleinen. Windungen. Okay. Oh, Kamera. Oh, fiese Tiere. Die erledigen wir einfach mal schnell. Bam, bam. Meinem Adrenaline Boost. Ah, Speeder Restricted Area. Ist es denn da, wo man hin muss? Muss ich da hin? Nee, ich bin ganz in der falschen Stelle. Mein Gott. Ich muss zurück. Was ist denn da? Ah, Smuggler's Refuge. Können wir trotzdem noch machen. Ein paar Schmuggler umlegen. Mein Blaster ist super stark, weil ich so eine Erweiterung habe. Scheiße. Gehen nochmal hoch. Also die Jump'n'Run-Elemente sind ein bisschen anstrengend, weil sie gehen halt. Es wirken unnötig einfach, sagen wir so. Ist einfach unnötig. So, und hier müsste noch irgendwo ein Versteck sein von Schmugglern. Ja, also diese Jump'n'Run-Elemente, ich weiß nicht, also. Es hat sowas. Es ist dann auch irgendwie dann doch zu leicht. Sie ist dann doch zu cool. Es ist so wie jedes Spiel. Es hat sowas von Assassin's Creed und von The Last of Us und ich weiß nicht. Es ist irgendwie. Man versucht überall ein bisschen Ideen zu nehmen. Es hat nichts Originelles und ja, dieses Klettern ist jetzt auch. Ist halt eher ein Hindernis. Oh, da ist. Sind imperiale Sturmtruppen. Die dürften, sollten jetzt am besten nicht mitbekommen, wenn ich hier ankomme. Got something, bud? Yes, sir. I'm surprised you even tried to mess with us. Oh mein Gott, okay. Was? Ja. Ja, ich kann den ablenken. Dann. Was ist das? Get lost! Lustig. Ich glaube, ich muss die einfach alle umnieten und dann ist gut. Wow! Okay. Ich muss die einfach alle umnieten.
So. Bam. Bam. Still in one piece. Okay, aber es war knapp. da habe ich ordentlich an Gesundheit verloren, aber lustig. So, was gibt's hier oben noch was zu holen? Ja, klar. So, alles mitnehmen. Na was? Nö. Hat da irgendjemand was fallen lassen, was ich mitnehmen kann? Ja, das ist nur die Kanone. Und dann muss ich wahrscheinlich hier rein. Ah, hier ist noch was. Ah, ne, das ist zum Explodieren. Das ist die aufnehmbare Waffe. Und hier können wir uns reinhacken. Ja, das war wirklich einfach. Mal gucken, aufleuchten. Ah, okay, da sind nur so einzelne Dinge. Große nehmen wir zum Schluss. Erstmal die kleinen Dinge, alles so. Da ist jetzt irgendein Schatz drin oder sowas, ja. So ein bisschen ein selteneres Material. Das ist auch schade, weil es sieht auch immer gleich aus. Selbst die gleichen Gänge, also da wurde schon sehr viel, sag mal, recycelt, ne? Also, so, oh, Trailblazer Component, okay, Heatsink. Also etwas, um mein Schiff zu upgraden, ja, okay. Wie kommt man hier denn sicher runter? Gibt es normalerweise so, ah, hier. Normalerweise immer so Abkürzungen, um runterzukommen. So. Und jetzt runter. Ui. Zack. So, jetzt mal gucken. Vom Weg her wollten wir ja eigentlich dahin. So. Okay. Jetzt komm her. Motorrad. Let's get out of here. Da. Ey, bleib hier. So. Auch ein bisschen strange, dass man sich das so rufen kann. Wird auch gar nicht erklärt. Man kann sich es halt einfach rufen, weil es praktisch ist. Das braucht man keine Erklärung für, ne? Wow! Okay. Sind wir noch im richtigen Weg? Nee, ich muss irgendwie da runter. Wie komme ich denn da runter? Also eigentlich runterfallen. Kann man hier runter? Überlebe ich das? Schon. Ja, ich hab's ein bisschen überlebt, nicht so wirklich, aber. Ja. Er lässt mich in Ruhe. Wuhu! Jump! Die Jumps sind schon lustig, auch wenn es für gar nichts gut ist. Guck mal hier. Okay. Es sind aber viele Sturmtruppen. Vielleicht kommt es gleich zu einem großen Shootout. So, jetzt müssen wir hier. Ja. Restricted Area, was? Wir wissen hier Restricted Area. Ja. Das sieht so aus wie. Hier geht's gleich ab. Mal bereithalten. Das sind Explodierdinger. Da kann man hacken. Da kann man runterfallen lassen. Das nehmen wir mit. Eine Fiole. Oh, okay. Collectible ist auch gut. Okay, dann locken wir uns da mal ein. Okay. Eine richtige. Zwei richtige, eine an der falschen Stelle. Und rein. So. What did you find? Ah, hier waren wir schon drin. Hier habe ich schon gelootet. Wie man sieht, ist die Kiste offen. Ja, man kommt auch immer wieder an die gleichen Orte. So,
Ja, ja, wir kommen jetzt da rein. That must be the engineer. What do you see? Ja, dann. Ach ja, Detonate ist lustig. Machen wir 1, 2, BAM! Boom! Ach, aber er hat überlebt, ist natürlich auch geil. Ich hatte ihn einfach daneben und der überlebt es dann halt. Das ist halt das, was ich meine, was im Spiel halt so. Ey, das kann nicht sein. Da müsste sein, okay, Mission fehlgeschlagen, du kannst nicht einfach eine Granate reinwerfen, ja. Musst den zumindest irgendwie mit einem Kopfschuss oder so erledigen. Kann ja nicht sein, das ist total bescheuert. Das sind so die Dinge. Das gibt es viele andere Spiele, die das besser machen. Warum ist der zentrale Charakter da nicht mitgestorben? Naja, das ist einfach. I thought I could go it alone. Made a deal with the pirates, but turns out they sold me out to the Empire. That means the Ents will be showing up soon to collect. Yeah. Tell me you've got a speeder. Yep, let's go. Na, jetzt gehen wir raus und dann geht's die Schlacht los bestimmt. Ja, das war so klar. Ja, okay. Irgendwie. Komm her, Speeder. Komm ich nicht raus. Das ist mein V-Modul. So. Oh nee, da kommt noch einer. Und noch welche. Ja, wieso kann ich denn hier immer noch keinen Speeder bekommen? Ja, schon bin ich wanted, aber ich habe diese imperiale Rüstung und der ist der Wanted-Level auch schneller wieder runter. Ja, komm. Ach, sie hat auch was, okay. Ich dachte schon, ich müsste sie mitnehmen. Ja, 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 klar, da rein. Ach ja. So, den haben wir. Noch einer hinter uns? Ne, sehe ich jetzt nicht nur den. Bam! Ja, ich denke auch. Wie viele sind denn hier? Ja, wo ist denn Ace? Boah. Aber wo ist die andere? Wo ist die Ische hin? Wo ist die Ische? Da ist er. Ah, muss dem nachgehen. Weil es blöde, dass man nicht von Anfang an weiß, wohin. Man kann sofort dahin speeden. Oh, ich treffe auch noch nicht mal. Ditch the Speeder, ja, toll. Dahin müssen wir. Los, los, los. Mein Roboter wartet auf mich. Dann müssen wir jetzt weg vom Planeten. Schnell. Ja. Und los. Und weg vom Planeten. Ja. Und los. Auch das hier, das dauert viel zu lange. Also, das sind so diese Zwischensequenzen. Und ich sehe hier nur blau, ich sehe nur Nebel. Das ist halt einfach, der lädt im Hintergrund. Das ist nicht gut animiert. Das könnte man schon schöner machen.
So, jetzt sind wir wanted. Shara, we need to get Ace out of here and lose the Imperials. Sorry about all this. Ja. Aber wie? Wie werden wir die los? Ja, ich merke. Muss ich die erstmal loswerden? So. Taking damage. They're right behind us. Bam. Habe ich. So. Dann müssen wir uns unseren Wanted Level clearen. Hier müssen wir den Wanted Level, kann man einfach so clearen, wenn man hier ist. Das ist so lustig. Zack, und schon ist man den Wanted Status los. Zack. So, da war ein Schatz. Nee. Auch nix. Aber da. Wuhu. Amber Cover Finish. Okay. Ja, man könnte das mal. Oh, da ist noch was. Collectible. So, jetzt müssen wir nach Toshara. Hyperdrive Spooling. Toshara. Spooling, ja. Der muss den erstmal zurückspulen. Und dann ist auch lustig gemacht, aber auch das dauert wieder zu lange. Also vor allem, wenn man sich frei umherbewegen möchte, ja. Wenn ich jetzt wirklich das Open World ernst nehme und ich will nicht fast travel, ich will wirklich einfach nur hin und her gehen, dann dauert das alles zu lange. Ja, und dann. Die Imps aren't exactly happy with me. Der weiß aber viel. So, that's why you called me. You're interested in A's. I think that's up to A's. What do you think, A's? Wanna work for the Huts? Or would you rather stick with Crimson Dawn? I mean, I've only ever known the Empire. What do you think? Naja, ist eigentlich wurscht. Ich will aber die erstmal die Dings von den Huts, also gehen wir zu den Huts. I'd say the Huts. They're intense, but they pay well. Getting paid is the whole reason I left the Empire. Let's do it. Sehr gut. Alright. ND, can you get me Varric? On it. Hier noch was. Her name's Ace and she wants to work for the Huts. We're on our way to Toshara. Good. Bring her here and we'll work out a deal. See you soon. That fucking ship! I think I'll take it! Get ready! Ready for combat. Got some mines here. Okay, kann ich die, ja, kann ich zerstören, ist okay. So, dann können wir gucken, was da hinten ist. Da ist noch was. Aha. Und das, was ist das? Die Sterne sind... Keine Ahnung. Das
roten Sterne. Das ist Space Station. Imperial Terminal. Was haben wir hier noch? Ah, hier ist noch was. Steel Pike Goods. Okay. Ich bin eigentlich gut mit den Pikes, aber dann versuchen wir das doch. Ich darf nur nicht zu sehr zu nah an dem, in dem imperialen Dings hier unten vorbei. Sonst werde ich sofort gesucht. Das ist neutral. Crimson Dawn, okay. Achso, ja gut, die haben natürlich auch von den verschiedenen Fraktionen haben die natürlich auch Schiffe umherfliegen. Ja, Imperial Territory, ich bin so schnell wie möglich raus. Und wenn die mir natürlich nicht gut gesinnt sind, dann riskiere ich natürlich auch was. So, das ist die Frage ist, ob ich den, ob ich das mit dem Stehlen von den Daten hier schaffe. Weil es ist nicht so einfach. Oh, bam. Ich finde gerade die Flugmission teilweise echt schwierig. Okay. Search the cargo, okay. Da kann man... Wie kann man das... Ach, das sind Countermeasures. Ich finde eigentlich nicht Countermeasures. Ach so, recht, das Deck ist es. Dann findet man was. Da ist was. Auf den Cargo. Bam. Das ist was. So. Gibt's da sonst noch was? Da gibt's noch was. Okay, auf der anderen Seite. Oder? Wo ist das jetzt? Jetzt finde ich es nicht mehr. 0,4 Distanz. Ja, ist ja nicht so dramatisch. So, hier. Oh. Okay. Da kommen wir jetzt nicht durch. Auf der anderen Seite. Ach ja. Kann ich ja mit dem. Wow! Okay. Und hier? Kann man es hier irgendwo kaputt schießen? Ah, oh, so Schande. Here we go, bam. Falscher Knopf. Ah, wo komme ich denn da rein? Ich muss das so irgendwie aufschießen können. Also, irgendwie muss man doch da rein. So, da sind. Ah, da ist es. Nee. Nee, das kann man nicht gut machen, also muss man von der anderen Seite. So, was ist denn hier? Da. Jetzt kann man da rein. Jetzt kann man sich das Zeug holen. Ui. Ja. Nervensäge. Hier haben wir. Okay. Leave the area. Das heißt, jetzt haben wir es. Okay. Gut. Sehr gut. So, jetzt kann ich natürlich wieder hier Honor the Deal machen oder Break the Deal, aber wir wollen ja weiterhin hier Reputation bekommen. So. Sehr gut. Und dann gehen wir noch zurück auf den Planeten. Und damit haben wir dann auch genug für heute, weil da müssen wir mal gucken, wo wir hin wollen. So, schneller geht's nicht, ne? Das ist maximale Geschwindigkeit. Gehen wir auf den Planeten zu. Auf Toshara.
Ein neuer Planet übrigens, Toshara, das gab es bisher im Star Wars Universum noch nicht. Das haben die für Star Wars Outlaws neu und ich finde das eigentlich ganz cool. Nächste Toshara. Wo ist eigentlich? Da? So. Und auch hier wieder, ich finde, das hätten sie schon noch besser umsetzen können mit der Landung. Ich meine, man fliegt hier rein und eigentlich müsste man nach 10 Sekunden schon irgendwo gegengeknallt sein, weil es nicht ordentlich gezeigt wird, aber hier wäre ein schöner Übergang sehr beeindruckend gewesen. Wirklich von der großen in die kleine Welt. Aber so ist halt, ja. Ein richtiger Landeanflug hätte ich mir auch gewünscht, nicht die Animation, aber so. Es ist halt einfacher so, aber. Gut. Mal da. Und jetzt kann sie raus. So, you're the deserter then. That's what they call me. You'll be treated well by the Hutts, as long as you remain loyal. You can't bring her back to Tatooine. The Empire there won't stop looking for her. Don't worry. We protect our own. I like the sound of that. We should be on our way. Lord Jabba is very curious about what the Empire is up to. Hey, I still need to get paid here. She did save me. Of course. Now let's go. Ah, jetzt gibt's Money, Money, Money. Jetzt gibt's Money. Oh, Crimson Dawn hat jetzt ordentlich einkassiert. The Hutt Cartel is sending us another. Okay, Vess. Did you make it to T'Shara? No. Ja. Well, sort of. So halb. A's decided to not work with you after all. What? But this took years of planning. Yeah, it was her choice, Ezok. Lady Kira will not be pleased. How am I going to. Okay, bye, Ezok. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie die Reputation gelitten hat. Also ich habe Crimson Dawn ist immer noch gut, immerhin. Und Hutt-Kartell habe ich alles erfüllt. Das heißt, ab sofort kann mir das Hutt-Kartell egal sein. Jetzt habe ich beide Rewards da. So, dann sage ich Danke an alle, die zugeschaut haben bei diesem kleinen Let's Play. Habt ihr noch einen weiteren Eindruck von Star Wars Outlaws und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.